Hallo und herzlich willkommen zurück zu Samcard. Ja, heute geht's weiter mit einem neuen Video von Projekt Astra Dominium. Ganz komischer Name, aber okay. Projekt Astra Dominium. Och, richtiger Zungenbrecher. Okay, ja, weiter geht's. Wie gesagt, mit der Beta. Man sieht's ja auch schon, wir haben schon gut angefangen. Beim letzten Mal haben wir so ein bisschen gekämpft. Im Rundenbasiert so, also Tower Defense. Und wir haben schon eine Kupferfabrik so ein bisschen angeleiert und eine Eisenproduktion. So, dann haben wir auch noch unsere erste Upgrades gebaut und haben die sozusagen auch schon beim ersten Turm dann reingebaut. Ja, also hier so. Na? Haben sozusagen Munition irgendwie ein bisschen verbessert. Wir haben auch schon Talentpunkte ausgegeben und. Und jetzt geht's wohl weiter mit einem Boss. So, wir gucken uns das mal an und ja, schauen wir mal, was uns dieser Boss bringt. Rein da. Oh, was hier? Okay, sie können von zwei Seiten kommen. Zuerst kommen sie erstmal von hier, dann bin ich mal gespannt. Ja, wir fangen erstmal ganz klein an, ne? Mit unseren kleinen Waffen hier. Und dann sollte das eigentlich passen. Genau, wir bauen hier mal in der Mitte noch ein. Wenn ihr nämlich von der anderen Seite nämlich auch noch kommt, dann werden wir da auch noch das zu tun haben. So, wir starten. Lass mal ein bisschen schneller hier durchlaufen. Oh ja, sind schon langsam ein bisschen schwerer. Ah, aber ich bekomme immer noch zu wenig Geld, finde ich. Also. Wollte schon sagen, greifst du nicht an. Aber er hat halt nicht so viel Reichweite, ne? Ah, hier wäre natürlich so eine großen Dinger, wäre natürlich besser gewesen. Schade. Naja, also das nächste Mal ein bisschen Reichweite generieren. Mal schauen. Dass wir den, wenn wir den upgraden. Oh ja, hier 150, aber. Manchmal haut der echt gut Schaden raus, manchmal nicht so, ne? Aber guck dir, dann ist immer noch sehr, sehr wenig, muss ich sagen, was man kriegt. Ich könnte jetzt erstmal noch einen neuen Turm bauen und das war's denn. Also man bekommt echt wenig Geld. Ne? Aber okay. So, was jetzt? Oha! Ey, stopp! Das ist ja gemein. Scheiße. Das ist ja gemein. Wie soll ich denn das schaffen? Der knallt den ja gar nicht weg. Oh, 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 oh. Scheiße. Das ist ja gemein. Ja, das schafft er leider nicht. Der kann auch nur dreimal drauf schießen, dann muss er schon wieder nachladen. Ah, das ist schon gemein, ne? Aber ist ja nicht schlimm. Wir bekommen ja trotzdem die ganze EP, beziehungsweise 30% davon kriegen wir abgezogen, aber wir bekommen die ganzen Ressourcen, die wir bis dahin geschafft haben. Und ja, trotzdem, ne? So, trotzdem ein Erfolg. Jetzt kommen sie nur von der anderen Seite, okay. Trotzdem irgendwie gucken, dass wir hier die ausbauen können oder sowas. Was ist echt schon wenig, ne? Hier wäre auch der besser gewesen. Weil der einfach viel größer schießt. So, ich mache den mal hier weg. Ich baue jetzt mal so eine große Kanonenkugel hier hin. Jetzt kommt er natürlich von der anderen Seite auch noch was. Aber ja, was soll ich machen? Ich brauche erstmal Dings. Das ist natürlich blöd gelaufen, ne? Boah, der ist so schnell weg.
Und wir haben so Schwierigkeiten, ne? Schafft er ja nicht. Schade. Das war's. Wir müssen halt da, guck mal, schon in der zweiten Mission merken wir schon, ne? Da ist schon ganz schön Dampf hinter. Ich meine, gut, wir spielen auf normal, ja? Also das darf man jetzt nicht vergessen. Es gibt eine leichte Schwierigkeitsstufe, eine normale und eine harte Schwierigkeitsstufe. Wir spielen gerade auf normal. Und ja, wir haben es leider verloren. Ist aber nicht schlimm, wir bekommen die Ressourcen trotzdem. Das ist ja das Gute an dem Spiel, was ich auch sehr, sehr gelungen finde. Auch wenn man verloren hat, ja. Man bekommt ein bisschen EP, man bekommt die Ressourcen trotzdem. Das finde ich schon top. Das finde ich gut gelöst. So, ja. Und noch weiter ein bisschen hier. Oh, können sogar links noch beanspruchen. Okay, Feinde. Aber besiegt. Gut. Können auch noch irgendwas bauen. Okay, das kann ich nicht bauen. Hier kann ich irgendwas bauen. Waffenlauf. Oh, das könnte ich also auch bauen. Wartet mal. Das kann ich einmal bauen. Turmhydraulik. Okay, da fehlt mir noch einiges. Quarz habe ich sogar auch. Kupferkabel. Wo kriege ich die Kupferkabel her? Baut der das? Muss ich mal überlegen. Bauen die Kupferkabel? Nein, leider nicht. Was baut denn Kupferkabel? Habe ich da was, was so Kupferkabel baut oder nicht? Ein Assembler, aber was macht der Assembler? Das ist jetzt halt so die Frage, ne? Was macht der Assembler? Kann der sowas bauen? Nee, der kann sowas nicht bauen. Der kann sowas nur automatisch bauen. Okay, also bringt der mir gar nichts. Schade. Schade, schade. Ja, im Endeffekt bringt der mir nichts. Wie gesagt, da kann ich auch alles manuell bauen. Das macht kein Problem. Das macht jetzt auch nicht fett den Kohl. So, macht jetzt auch nicht den Kohl fett. So. Aber Frachtkisten, ne, kann ich auch nicht bauen. Frachtkisten. Kann also eigentlich nicht viel bauen. Frachtkiste, Quarzkristall, Ressourcenpakete. Kann ich natürlich verschicken. Das kann ich natürlich machen, ne? Ich kann natürlich die Dinger verschicken. Oh, guck mal, er braucht sowieso 8 Waffen, Leute. Das ist schon echt heftig. Genau, hier kommen so eine Karten. Dann können wir Fabriken upgraden, aber. Sowas wäre jetzt auch nicht schlecht gewesen. Warte mal. Increase the damage of all towers. Wäre 5%. Wäre jetzt auch gut gewesen eigentlich, ne? Ich glaube, das hätten wir eher machen sollen als diese Fabrik-Upgrades. Okay, vielleicht kriegen wir das hin, dass wir so eine Pakete bauen. Und dann können wir da eigentlich auch ein bisschen mehr Schaden rausholen. Warte mal. Frachtkiste. Stahl und Aluminium. Okay, wir haben 5 Frachtkisten, die wir bauen können. Und dann können wir die auch wegschicken. Ich glaube, wir machen Quarzkristall. Weil den brauchen wir bis jetzt noch nicht. Nicht genug Materialien. Achso, brauchen wir 25. Oha. Haben wir auch nicht mit genug. 15, 25, okay. Also wir können nur eine leider schicken. Aber sollte ja reichen. So, jetzt schicken wir eine. Eine los. Zack, Ressourcengewinnung. 4 zu 1. Macht der nicht? Ach, der braucht 4. 4 Stück davon. Dann kriege ich eine raus. Ah, jetzt verstehe ich das. Okay. Gut, das heißt, ich brauche noch mehr Frachtkisten. Was baut der denn hier? Der braucht Eisenerz, baut der. Und der baut das noch. Okay. Wie viel Eisenerz habe ich denn hier? Gar nichts mehr.
Okay, also werden wir ganz viel Eisenerz farmen müssen. Für unsere Kupferkiste hier. Kupfer und Eisen. 4 Stück. Okay, das heißt, Questbuch. Oh, was ist mit Questbuch? Das Neue ist frei. Oha. Gut, oh, Neutronen, super. 10 so Dinger. Oh, was ist hier? Smelter, optional, Belt, Quabber. Okay. Ist natürlich eine interessante Bauweise, ne? Da kann das dann auf das Förderband schicken und dann sozusagen überall hinschicken. Ist gut. Okay. Gut, Punkte habe ich wieder. Kann ich wieder noch mehr Schaden rausholen? Physischen Schaden. Reichweite wäre natürlich auch nicht schlecht, ne? Machen wir die Reichweite hoch. Sind die Kosten. Ah ja, ein so eine Münze ist gar nichts. Finde ich. Das ist gar nichts eigentlich. Deswegen gehen wir lieber auf Schaden, dass der ein bisschen mehr raushaut. Und genau, wir müssen jetzt sammeln. Kupfer. Oh, kann ich doch bauen. Eisenbahn. Super. Zweite Kiste, aber bringt uns trotzdem nichts. Alle brauchen 4. Okay, das heißt, wir werden jetzt nochmal reinhauen hier. Wir probieren es nochmal. Und mal schauen. Diesmal werde ich ein bisschen klüger vorgehen. Wir machen nämlich die Dinger hier. Aber hier ist echt nicht viel. Das heißt, wir machen das so, so. Und genau, den nächsten müssen wir dann hier in die Ecke reinbauen. Oder hier gleich am Anfang. Und dann passt es. Ich hoffe, die schaffen das jetzt. Guck dir das an, das ist Wahnsinn. Schaffen es nicht. Muss hier nochmal einer rein. Dann schaffen sie es nicht. Ich meine, die können auch zwei erledigen, ja. Aber ansonsten ist echt knifflig. Oh, los, ballern kaputt. Jawohl. Die sind so überfordert, die Kanonen, das ist Wahnsinn. Ich finde, man bekommt echt wenig Münzen, muss ich mal sagen. Das ist mir zu wenig Münzen. War eine gute Idee, mit dem Turm in der Mitte. Das war eine sehr, sehr gute Idee. Schau mal. Aber die haben schon echt ganz schön zu tun. Ja, die Frage ist, jetzt kommen die wieder von beiden Seiten. Ich glaube, wir machen hier jetzt mal auch eine. Hier, ja, hier ist besser. Zack. Da hoffe ich mal, dass das jetzt so klappt. Weil von hier kommen nämlich die Großen. Und von hier kommen die Kleinen. Wir müssen hier noch einen hinstellen. Oh, da kommen zu viele durch. Das ist Wahnsinn. Die sind auch richtig schnell, ja.
Aber läuft gut. Mal jetzt hier noch einen hin. Bis jetzt läuft's gut. Wir sind gut dabei. Läuft. So, wo kommen sie jetzt? Von da, okay, von da. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich... Ah, jetzt habe ich natürlich den Falschen hingestellt hier. Natürlich nicht gut. Ja, am besten ist natürlich... Ja, wir stellen den jetzt hier hin. Zack. Genau. So, so. Das sieht gut aus. So. Hier weiß ich nicht, ob ich vielleicht nochmal einen hinstellen sollte. Ne, wir machen es hier so ein. Okay. Und den nächsten machen wir dann hier. Dann sollte es passen. Das sieht gut aus. Das sieht ganz gut aus. Top. Wir kommen heile da raus. Es läuft. Super. Gut. Jetzt je nachdem, wovon sie kommen, haben wir jetzt uns gut ausgerüstet. Das passt. Super. Gleich kommt der Boss noch. Mal gucken, von wo er kommt. Super. Ja, 150 kostet jetzt ein Upgrade. Mal gucken. Ich glaube, ich baue den Scheiß hier mal aus. So, zwei Kanonen dran. Falls es knifflig wird. Zack. Aber wir haben gewonnen. Gut. Aber hier fehlt ein Boss. Wir machen einfach weiter. Ich will das jetzt weiter knacken. Läuft gut. Brauchen nämlich ganz viele Ressourcen. Bauxit ist ja dabei, Eisenerz, Kohle, macht der Schwefel, Quarz. Okay. Die werden natürlich halt immer schwerer, ne? Von Stufe zu Stufe. Als nächstes sollte ich denn den in der Mitte machen für 200. Dann passt das. Aber bis jetzt gefällt es mir ganz gut. Ist auf jeden Fall interessant. Läuft.
schöne Reichweite. Aber so langsam merkt man, die rechts und links, die Türme müssen langsam ausgebaut werden. Ja, ist einer durchgeschlupft. Das läuft, du Bach. Guck mal, der Mann kriegt hier fast schon so von alleine hier kaputt hier an der Seite. Jetzt werden sie natürlich noch stärker, ne? Jetzt geht es wieder von vorne los. Jetzt brauchen sie noch mehr Kraft. In der zweiten Welle kommen die schon von rechts. Krass. War sonst in der dritten Welle erst. Aber noch läuft's gut. Noch läuft's gut. Aber ich finde trotzdem, man bekommt echt wenig Münzen. Aber gut, in Verbindung mit nachher mit den Upgrades und sowas alles, denke ich mal, wird schon reichen. Oh, jetzt sind alle Türme eigentlich ausgebaut. Ich glaube, wir fangen jetzt hier wieder an mit den Ausbauen. So, oha, jetzt gibt es nur noch Damage Boost, okay. Das ist schon T3. Tower Targeting, Turm Targeting, okay, manchmal. 28 von 30. Okay. Muss man nicht verstehen. Wird sich bestimmt gleich zeigen. Ich baue den jetzt gleich nochmal aus. Dann gucken wir mal, was da jetzt so Besonderes noch kommt.
Daneben. Gut. Oha, noch mehr. 550 jetzt, ja? Okay. Können eigentlich auch Fullspeed mal machen. Zack. Bei Endlos 3 mal gucken, wie weit wir kommen. Also wir kriegen schon echt gut Sachen hier. Aber leider keine neuwertigen Produkte, sage ich jetzt mal. Also langsam räumen sie mir die Bude ein hier. Oh, 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 oh. Wir sind jetzt schon so schnell mittlerweile. Brauchen hier jetzt so einen Turm. Langsam wird's knifflig. Aber gut ist, der schießt hier auch manchmal teilweise rüber. Wenn die hier ganz an der Seite sind, schießt er manchmal hier rüber. Aha. Das ist gut. Also es hört nicht nach T3 auf, sondern es geht immer noch weiter mit Damage Boost und sowas. Finde ich cool. Ja, einer schon durchkommt, zwei sind durchgekommen. Oh, oh, oh. Langsam wird's kritisch. Ich hätte nicht alles in einen Bot reinstecken sollen. Dann einen Turm. Erstmal Stück für Stück hier alle ausbauen. Ah, jetzt wird's auf. Verloren. Aber Turm freigeschaltet. Laser. Laserturm, okay. Cool. Railgun, Stufe 1. Neues Projektil. EMP-Projektil. Eine Schiene kann ich jetzt bauen. Blattkondensator kann ich bauen. Kabel, Kupfer kann ich jetzt auch bauen. Okay, Aluminium in Gold kann ich bauen. Stahl kann ich bauen. Ungewöhnliches Paket, Kupferkabel. Okay, das sind die Dinger, die ich dann wegsenden kann. Gut. Cool. Ganz viel Level gekriegt. Schöne Sache. Oh, gleich hier 5 Level gekriegt. Heftig. Gut. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. So, wieder neue Erfolge gekriegt hier. Gleich wieder beanspruchen. Zack. Das läuft gut. So, 14 Punkte habe ich gekriegt. Quiz. Okay, Feuerrate. Ja, eigentlich ist die auch nicht schlecht, die Feuerrate. Was ja, Bereich ist auch nicht schlecht.
Mit Munition. Natürlich auch nicht schlecht. Die kann ich gar nicht ausbauen hier. Muss wohl einen hier fertig haben. Also man muss sozusagen alles haben. Das ist ja krass. Dann finde ich aber das hier schwachsinnig, was jetzt hier unten passiert. Dieser Balken, der jetzt sozusagen dann aufpluppt. Ah, doch jetzt. Hä? Ah, ja, ist ein neuer Weg, stimmt. Jetzt verstehe ich das, okay. Okay, verstehe. Aber schon cool. Auf jeden Fall. Fällt mir. Gut. Kannst du schön ausbauen, das Ding. Geht immer weiter, immer weiter. Ist okay. So, Alok Rezept. Warte mal. Rezept modifiziert in Kozuna. Defeat the Boss. Ah, in Kozuna ist hier. Ah. Das ist ein Boss. Okay. Die bauen fleißig. Das heißt, ich kann die Kisten jetzt schon rüber schicken. Frachtkiste kann ich also auch schon bauen. Was ist hier? Stahl. Aus Eisenbahn und Kohle. Okay, wird Stahl gemacht. Das ist gut. Aluminium wird aus Bauxit und Kohle gebaut. Okay, okay, okay. Mhm. Kupfer. Okay, ich kann doch hier irgendwas. Warte mal. Ganz oben. Ah, die Railgun jetzt. Für die Railgun habe ich jetzt sozusagen eine Aufrüstung. Aber ich will erstmal hier die Kanone verbessern. Und zwar brauche ich 4 Kupferkabel. Reicht das? Jo. Das reicht, das ist gut. So, jetzt haben wir 4 so eine Dinger. Jetzt brauche ich... Oh, der baut 2. Ah, der braucht immer 2-mal. Okay. Cool. Turmhydraulik 1-mal. Wo ist die? Hier unten. Ah, ich brauche eh Kupferkabel. Okay. 10 Zahnräder. So. Okay. Echt interessant bis jetzt. Wie das so alles ist. Turmhydraulik, was braucht die? Natürlich wäre noch schön, dass man das irgendwie noch anheften könnte. Oder wenn das zum Beispiel, wenn man hier alle Material hat, dass er das irgendwie selber baut. Das wäre natürlich interessant. So, Aluminium 2 Stück. Dann kann ich schon so eine Turmhydraulik bauen. Gut. Dann haben wir das. Dann kommt noch Targeting-System. Was braucht er dafür? Auch nochmal Kupferkabel und nur Quarzkristall. Das ist ja einfach. So. Brauchen wir 5 Stück. Dieses modifizierbar verstehe ich noch nicht. Wahrscheinlich kann ich denn da nur Rezepte freischalten. Soll ich denn vielleicht eigene drauf machen oder sowas? Wer weiß. Gucken wir uns gleich noch an. So, Targeting-System. Jetzt kann ich die Kanone bauen. Nee, Waffenlauf brauche ich noch. 7 Stück. Waffenlauf 7 Stück. Oh, reicht das überhaupt noch? Aber gerade so. Gerade so. Das war alles getimed. Gut. Was auch noch cool wäre, wenn er hier anzeigt, dass man was bauen kann. Zum Beispiel 1 oder 0 von 1 oder sowas, dass man das echt bauen kann. Das wäre cool.
Da muss man nicht immer hin und her suchen, was man gerade so für Ressourcen hat. So. Meine. Wo ist meine Kanone? Hier, ne? Ja, ja. So. Da ist sie. Ausrüsten. Aber irgendwie. Macht die nichts weg, ne? Guck mal. Den jetzt ausrüste. Vergleich ist Schaden minus 3. Durch AOE mehr hier, ne? Und der hat mehr so Zielschaden. Und der hat mehr AOE. So. Ohne das Ding hätte er gar kein AOE. Ne, da fällt die AOE komplett weg. So, macht aber 4% natürlich, oder 4 mehr Schaden, ne? Piercing 6%. 110 kritischer Schaden. Hier ist kritische Chance. Hätte er 7%. Okay, also 5 bis 17 Meter. Da ändert sich nichts. Okay. Neuladen. Da ändert sich auch nicht. Also hier kriegt er nur AOE-Schaden. Ne, innerhalb von 5 Metern. Das heißt, der AOE-Schaden ist 3 Schaden. Und hier macht er eben 4 mehr Schaden beim Einzelziel. Und Piercing bedeutet, glaube ich, auch, dass die Munition verstreut wird. Ja. Hey. Piercing bedeutet, er tut den Schutz, die Rüstung umgehen. Okay. Also durchdringenden Schaden sozusagen. Gut. Ja. Ja, jetzt ist die Zeit schon wieder rum. Wir haben echt viel jetzt wieder durchgemacht hier. Ja, Fazit bisher, ist ganz interessantes Spiel. Diese Mischung aus Strategie so ein bisschen, aus Aufbau und dieses Tower Defense Setting ist gar nicht so schlecht. Ist richtig cool gemacht, gefällt mir. Und ich bin gespannt auf jeden Fall, was da noch so weiterkommt. Und genau, das wäre es jetzt mit dem heutigen Video. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast. Und hat dir das gefallen, lass doch gerne mal einen Daumen hoch. Und ich würde mich über ein Abo auch sehr gerne freuen. Und genau, du kannst auch gerne mal auf, bei unserem Discord vorbeischneiden, wenn du da noch nicht bist. Und vielleicht findet sich da ein anderes Spiel, was dir noch so gefällt. Und ansonsten, genau, wünsche ich dir einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss.